Hallo und herzlich willkommen auf der FOSCON 2021. Unser nächster Talk, wenn das Internet vom Himmel fällt, mit Jan Grosser. Viel Spaß dabei. Ja, vielen Dank, Ummel, für die einleitenden Worte. Vielen Dank auch für die Möglichkeit, dass ich hier sprechen darf. Ja, begrüße alle, die hier zuhören, zuschauen. Hoffe, ihr habt es euch gemütlich gemacht mit eurem Lieblingsgetränk und ich werde euch jetzt eine Stunde erzählen. Der Aufhänger ist, heißt ja auch der Titel, wenn das Internet vom Himmel fällt. Das, was ich euch hier erzählen werde, ist, welche aktuellen Entwicklungen sich da abspielen, die der eine oder andere ja auch schon vielleicht in der Presse, im Internet verfolgt hat. Unternehmen wie Starlink, die massiv tätig sind und Megakonstellationen aufbauen, die uns global mit Internet beglücken sollen. Ich möchte aber auch einen anderen Blick werfen auf das, welche Herausforderungen das eigentlich stellt. Ist der Himmel wirklich so unendlich groß, dass man da ja beliebig viele Satelliten starten werden? Ich nehme die Antwort schon mal vorweg. So ist das nicht, leider nicht. Und durch diese Aktivitäten ergeben sich eine ganze Reihe von Herausforderungen. Und es wird eine große Herausforderung sein, Raumfahrt auch zukünftigen Generation so zu ermöglichen, wie wir aktuell davon profitieren. Und davon wird dieser Vortrag halten. Ich könnte natürlich jetzt hier eine Raumfahrttechnik-Vorlesung machen, ganz viel Mathematik. Davon sehe ich aber ab. Das ist nicht so opportun am Wochenende. Ich werde das versuchen, anschaulich zu machen. Den einen oder anderen Fachbegriff, über den werden wir stolpern. Aber ich werde mich bemühen, das immer gut und anschaulich zu erklären. Ansonsten kommen wir heute ganz ohne Mathematik aus. Ich habe meinen Vortrag wie folgt, wie man hier sieht, gegliedert. Erstmal werde ich die Gelegenheit nutzen, ein bisschen was über mich zu erzählen, ganz, ganz kurz. Dann versteht man auch, warum ich dieses Thema vielleicht gewählt habe. Dann anfangen werde ich inhaltlich, warum überhaupt Internet aus dem All, welche Vorteile gibt es da, welche Chancen bieten sich. Dann werden wir lernen, dass das nicht ganz neu ist, diese Idee. Sowas gab es schon mal und natürlich gibt es auch jetzt schon Internet aus dem Weltraum seit vielen Jahren. Auf die Satellitenkommunikationsblase, so habe ich das mal genannt, der 2000er Jahre oder Ende der 1990er, da werde ich nochmal drauf eingehen, weil man dann auch, glaube ich, die Risiken, die damit auch verbunden sind, auch ganz irdische Risiken, ein bisschen besser versteht. Dann werden wir eingehen auf aktuelle Entwicklungen und ein Teil meines Vortrags ist es, dass jeder prinzipiell auch die Möglichkeit hat, sich ein Bild zu verschaffen, was eigentlich im Weltraum passiert, auch wenn wir das jetzt mit unseren eigenen Augen so nicht direkt sehen kann. Also man kann sich Orbitdaten von Satelliten besorgen und die dann halt auch mit freier Software zu Hause am Rechner auswerten, auch wenn man jetzt Raumfahrttechnik nicht studiert hat. Und abschließen werde ich dann mit ein paar Worten zu nachhaltiger Raumfahrt. Okay, dann fange ich an mit der Folie über mich. Ja, ich bin geboren, quasi eine kleine Rechercheaufgabe an euch, die Lust haben dazu. Geboren bin ich als Sigmund Jähn an Bord der Raumstation Salyut 6 war. Damit kann man das eigentlich ganz gut eingrenzen, wie alt ich bin. Linux und freie Software begeistern mich schon eine ganze Weile, ungefähr seit 2000. Das war so ein schleichender Prozess eigentlich, aber seit 2000 beschäftige ich mich ernsthaft mit Linux und freier Software. Ich muss natürlich auch mal Geld verdienen und jetzt versteht man auch vielleicht, warum ich mich mit sowas hier beschäftige. Ich arbeite in der Raumfahrtagentur beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, hier ganz in der Nähe in Bonn. Und dort beschäftige ich mich tatsächlich auch mit Space Sustainability, mit Nachhaltigkeit im Raumfahrtbereich. Großer Teil dieser Arbeit nimmt dann auch Aktivitäten ein zur Weltraumschrottvermeidung. Also das, wo ich ganz konkret dran arbeite, dass halt der Schrott da oben nicht mehr wird. Und das, was ich aber hier mache, was ich in den Folien vorstelle, das mache ich alles zu Hause. Das ist also nicht Aufgabe meiner Arbeit im DLR. Das mache ich, weil mich das halt eben auch privat interessiert und mich diese Erkenntnisse, die ich da sammle, auch in meiner beruflichen Tätigkeit mir helfen. Genau. Warum überhaupt Internet aus dem Weltraum? Was soll der Quatsch? Bei mir kommt, auch tatsächlich bei mir zu Hause, kommt das Internet aus der Dose, fällt aus der Wand. Ne? Warum sollte man denn Internet aus dem All machen? Da kann man sich beispielsweise diese Karte hier anschauen. Die Weltkarte, die zeigt den Anteil der Internetnutzer
an der Gesamtbevölkerung eines Landes. Das ist halt farbkodiert. Das, was blau ist, da hat man relativ große Anteile an Internetnutzern und das, was man da blau sieht, Amerika, Europa, die klassischen, sag mal, Industrienationen, das ist keine große Überraschung. Auch die Farbcodes, die jetzt mehr so gelblich und bräunlich sind oder ins Schwarze reingeht, da ist der Anteil halt geringer. Auch das ist nicht überraschend. Diese Abbildung zeigt allerdings auch, dass der Markt noch nicht gesättigt ist. Also es gibt einfach da auch für Firmen, die damit Geld verdienen, gibt es noch Entwicklungspotenzial. Es gibt große Anteile der Welt mit noch nicht, in Anführungsstrichen, ausreichender Internetversorgung und da kann man sich auch als Firma noch betätigen. Und genau, auch wenn man sich beispielsweise eine andere Karte anschaut, die sieht fast so ähnlich aus. Hier sind die dunklen Farbgebungen, die Länder, die die also eine Breitbandversorgung haben mit hohen Datenraten und hellere Länder, heller farblich kodiert sind, halt mit geringer Bandbreite. Da gibt sich ein ähnliches Bild wie in der Abbildung vorher. Auch hier sehen wir, dass es da noch Entwicklungspotenzial gibt. Wenn man das aber klassisch jetzt über Kabel löst, dann schafft das natürlich enorm viel Aufwand. Ich muss diese Infrastruktur halt in den Boden kriegen. Und da kommt natürlich dann das Satelliteninternet ins Spiel, weil die Erschließungshürden, die ich beim Satelliteninternet habe, an anderer Stelle liegen. Ich muss halt nicht Kabel verbuddeln, ich muss halt eben Satelliten irgendwo in den Orbit schießen. Aber wenn ich den einmal da oben habe, dann kann ich relativ einfach auch so eine globale Coverage erzeugen. Das heißt, ich kann meine Dienste wirklich global dann auch an die Konsumenten bringen. Es gibt da noch so ein paar spezielle Use Cases vielleicht. Also wenn man jetzt an längere Flugreisen von Europa nach Amerika zum Beispiel denkt, dann ist man da lange da in dieser Blechbüchse eingeschlossen. Da könnte man natürlich dann auch Internet nutzen. Bislang eher schwierig, auch das ist gerade im Beginn. Und da unterstützen auch Satelliten die zur Verfügungstellung von Internet und ganz ähnliche Sachlage eigentlich auch bei Schiffen auf den Ozeanen, wo es eher ein bisschen kompliziert ist, Kabel hinter sich herzuschleppen. Also den Bedarf gibt es auch nicht erst seit heute, schon seit längerem. Ja, was mich halt auf diese Satellitenkommunikationsblase führt, die wir vor ungefähr vielleicht so 20 Jahren hatten. Also quasi folgt jetzt so ein kleiner Geschichtsexkurs und ich will mit dem Jahr 1993 anfangen, weil das nämlich dafür eigentlich ganz entscheidend war. Da wurde nämlich das sogenannte KA-Band, das ist ein Frequenzband, also für Funkanwendungen im Bereich 26 bis ungefähr 40 Gigahertz, geöffnet von der ITU für die Anwendung für die also Satellitenkommunikation. Und das war insofern ganz entscheidend gewesen, weil eben erst dieses Frequenzband es ermöglichte, breitbandige Datenverbindungen mit Satelliten zu ermöglichen. Und man sieht das dann auch, wenn man sich anschaut, was danach 1993 passiert ist. Da gab es nämlich eine ganze Reihe von Firmen, die gegründet worden sind. Ich habe mal ein paar Beispiele rausgepickt. Das erste ist Iridium, eine Satellitenkonstellation, die Ende der 1990er Jahre gestartet sind mit ja, etwas mehr als 90 Satelliten. Also da war das Ziel, Kommunikations- und Datendienste über Satelliten anzubieten. 90 Satelliten, die sind schon echt teuer und auch die Bodeninfrastruktur, die man für den Betrieb halt braucht. Und leider haben sich aber die Nutzerzahlen nicht so ganz so entwickelt, wie sich die Firma das halt vorgestellt hat. Deshalb gab es kurz darauf dann den Konkurs der Firma und auch eine Neuorganisation. Die war dann auch erfolgreich. Kurz darauf, 2001, konnte man den kommerziellen Betrieb wieder aufnehmen, die Kunden wieder glücklich machen. Und sich auch stabilisieren. Das heißt, also dann auch in der Folge, in den Jahren von 2017 bis 2019 hat man dann auch die nächste Generation der Satelliten gestartet. Das waren dann 75 Satelliten insgesamt, 9 davon in Reserve. Und die bieten bis heute Dienste an, Kommunikationsdienste, nicht so typisches Internet. Also wir sprechen hier über Datenverbindung im Kilobit pro Sekunde Bereich, mit auch erheblichen Latenzen im Sekundenbereich. Die Anwendungen hier sind klassischerweise Machine-to-Machine-Anwendungen. Also wenn die Pipeline irgendwo in Sibirien dann
der Zentrale Bescheid gibt, dass da irgendwo ein Leck ist und da doch mal Leute irgendwie vorbeikommen sollen, sich das anschauen können, aber auch tatsächlich Sprache. Ja, es geht weiter. Es gab zum Beispiel auch eine Firma Teledesic, die sind mit sehr großen Ideen gestartet, die sich vielleicht eher noch vergleichen lassen mit dem, was Elon Musk da vorhat. Also die schon 1994 hatten die Planung für 800 Satelliten in 700 Kilometer Höhe. Die wollten Uplink-Raten von 100 Megabit pro Sekunde realisieren und Downlink sogar 720 Megabit pro Sekunde. Auch die mussten ein bisschen descopen, also später waren es dann nur noch 288 Satelliten, die im Gespräch waren, auf einer etwas anderen Höhe, bei 1200 Kilometer. Tatsächlich geschafft haben sie den Start nur von einem Satellit, 1998, und 2003 war dann tatsächlich Ende. Dann hat sich gezeigt, dass da kein langfristig interessantes Geschäftsmodell zu entwickeln ist. Globalstar ist auch ganz interessant, weil es zeigt, was man noch für andere Probleme haben könnte. Auch eine Satellitenkonstellation, 52 Satelliten. Die hatten allerdings 1999 dann echt Pech gehabt mit einer, ich glaube, einer russischen Soyuz-Rakete war das gewesen. Da waren 12 ihrer Satelliten drauf gewesen. Leider hat das aber mit dem Start nicht ganz geklappt und da haben die dann direkt mal 12 Satelliten verloren. Das ist natürlich auch ein erheblicher finanzieller Schaden, den man da hat. Mit den anderen Satelliten, die man dann erfolgreich in den Orbit gebracht hat, war es auch nicht so ganz ohne Probleme. Da gab es technische Schwierigkeiten mit dem Radio Frequency Equipment, also mit den, ich glaube, mit den Antennen waren es auch, die dann nicht die Performance hatten und ausgefallen sind. Man hat das dann später mit der zweiten Generation der Satelliten dann auch behoben. Für die Firma hat das konkrete Auswirkungen gehabt. 2002 musste auch Globalstar Konkurs anmelden und musste sich umstrukturieren. Aber man sieht das ja auch, 2010, 2013 haben die ihre zweite Generation gestartet. Auch die haben es geschafft, da durchzukommen und dann auch ein langfristig tragfähiges Satellitensystem zu etablieren. Und das letzte Beispiel ist auch eine ganz interessante Firma oder Organisation. Die haben 1979 angefangen als UN-Organisation, wusste ich auch nicht. Inmarsat, Mar steht für Maritim und Deutschland darauf hin. Also die hatten vor allen Dingen die Seeschifffahrt im Blick, maritime Nutzer. Ja, die sind halt eben seit ja, Anfang der 80er Jahre sind die unterwegs und haben schon mehrere Generationen von Satelliten ein bisschen weiter draußen im geostationären Orbit bei 36.000 Kilometern Entfernung und bieten eine Reihe von Diensten an, Sprache, Fax, Emergency vor allen Dingen natürlich auch für die Seeschifffahrt und Datendienste. Und da vom Geo schaffen sie es zumindest, Datenraten anzubieten mit ungefähr 50 Megabit pro Sekunde. Ja, das war so ein Exkurs, also eine Auswahl von Systemen, die es auch zum Teil heute noch gibt oder die es aber nicht geschafft haben. Jetzt werfen wir mal so einen Blick auf aktuelle Entwicklungen. Da könnte man natürlich jetzt auf Starlink eingehen, aber ich will jetzt auch keine Werbung für dieses Unternehmen im Speziellen machen. Ich mache das mal insofern ein bisschen anders, weil wir uns diese aktuellen Entwicklungen mal in Diagrammen anschauen. Und eigentlich möchte ich beginnen hier mit dem rechten Diagramm. Und das Diagramm zeigt auf der horizontalen Achse gewissermaßen so die Höhe an, also die große Halbachse ist das hier. Und das ist quasi Höhe über Grund. Und auf der vertikalen Achse ist der Prozentteil der Satelliten angegeben, die sich halt eben in diesem Höhenbereich befinden. Und da sieht man schon mal, dass eben der Weltraum nicht gleichmäßig genutzt wird. Das heißt, es scheint irgendwie Höhenbereiche zu geben, die besonders interessant sind, weil sie besonders frequentiert sind. Und mit den Logos der Firmen habe ich mal angegeben, zum Teil welche der Konstellationen es halt schon gibt oder welche Konstellationen halt geplant sind. Und ich glaube, so die bekannteste Konstellation, das ist halt eben die Starlink-Konstellation, wo die allermeisten Satelliten bis wenige Ausnahmen so im Bereich sind von vielleicht so 300 Kilometer bis 600 Kilometer und ein Keks, also in dem rot eingefärbten Bereich. Tatsächlich dieser Peak, den man hier sieht, den gab es vor 2 Jahren noch gar nicht. Und das sind im Wesentlichen alle
fast alle bislang gestarteten Starlink-Satelliten. Und Starlink sind nicht die einzigen, die sowas machen wollen. Auch Amazon steht in den, ja, in den Startlöchern und möchte Satelliten deployen in ganz ähnlichen Bereich hier auch. Und einige kennen vielleicht aus der Presse auch das Unternehmen OneWeb, das auch betriebswirtschaftliche Probleme hatte, aber in einem höheren Orbitbereich jetzt auch anfängt, Satelliten auszubringen. Und da gibt es eine ganze Reihe anderer Konstellationen, die sich dort auch etablieren wollen. Aber ich möchte mal zurückkommen auf diese nicht so homogene Nutzung des Weltraums. Warum ist das eigentlich so? Und ja, es ist so, dass aufgrund von bahnmechanischen ja, Gründen gibt es halt eben Orbitbereiche, die besonders interessant sind und andere Bahnen, die halt für kommerzielle Zwecke beispielsweise halt eben nicht so interessant ist. Und das führt halt eben zu einer sehr inhomogenen Nutzung des Weltraums, weshalb halt eben der Weltraum faktisch dann doch nicht so unendlich groß ist und Platz bietet für beliebig viele Satelliten, wie man das vielleicht so naiverweise meinen könnte. Und das wird dann auch deutlich, wenn man mal einen anderen Plot macht. Und das ist dann auch wieder hier die große Halbachse dargestellt, also quasi die Höhe unserer Objekte über Grund und die Inklination. Das ist ein weiterer Bahnparameter, der beschreibt, wie die Bahn meines Satelliten gegenüber der Äquatorbahn gekippt ist. Und auch hier bei der Inklination sieht man, dass das quasi hier dieses Streifenmuster, was sich da abbildet, dass es Bereiche gibt, also Inklinationen, die scheinbar ja überhaupt nicht interessant sind. Da finden sich kaum irgendwie Satelliten, die übrigens die grauen Punkte, das sind zum Teil auch ausgediente Satelliten und nur die blauen Punkte sind tatsächlich aktuell aktive Satelliten. Und die Konstellationen, die sich da so rausbilden, die finden sich dann auch immer so in abgeschlossenen oder in so kompakten Bereichen. Also hier bei, wir haben es schon gesehen, bei etwas höheren Orbithöhen die Global Star-Konstellation bei ja, etwas mehr als 50 Grad Inklination, also Neigung gegenüber der Äquatorebene. Bei der gleichen Inklination, aber ein bisschen tiefer liegend, halt eben die Starlink-Konstellation. Und hier sieht man halt eben auch schon durch diese dicke blaue Färbung, das sind eine ganze Reihe von Satelliten, die sich dort befinden. Wir werden auch später lernen, wie viele das sind, eine ganze Menge. Und andere ältere, also beispielsweise die Strela-Konstellation ist eine russische Konstellation, die ursprünglich mal für Aufklärungszwecke gestartet worden sind, also nicht um Leute mit Internet zu beglücken. Und darüber auch noch ein sehr interessanter Bereich, nicht so sehr jetzt so für die Telekommunikation interessant. Das sind die sogenannten Sonnensynchronorbits, wo sich die Orbitebene immer die gleiche Orientierung hat zur Sonne. Das heißt, die gleichen Beleuchtungsbedingungen für die Satelliten. Und das ist eine extrem hoch genutzte Orbitregion bei ungefähr 100 Grad Inklination. Genau, also wie gesagt, leider im Weltraum eben nicht unendliche Weiten, sondern da, wo es interessant ist, da tummeln sich ganz, ganz viele Satelliten. Genau, wie habe ich es eigentlich geschafft? Also die Abbildung habe ich hier selber erstellt. Wie macht man das eigentlich? Wie kommt man an diese Daten dran? Dazu wollte ich ein bisschen auch was erzählen, wie man das macht, wie kommt man da dran, wie kann man das auswerten. Das allein wäre schon sehr, sehr umfangreich darzustellen, deshalb mache ich das jetzt nur sehr überblicksmäßig. Erstmal möchte ich erzählen, wie man überhaupt so Orbits darstellt. Also welche Daten verwendet man da? Und da wollte ich zu sprechen kommen auf die Bahnelemente. Und das sind Parameter gewissermaßen, die die Eigenschaften meines Orbits beschreiben. Und da muss man erstmal wissen wahrscheinlich auch die meisten, Orbits von erdumlaufenden Satelliten sind häufig Kreisbahnen oder Ellipsenbahnen. Und da gibt es einen Parameter, das ist die sogenannte Exzentrizität. Bei Kreisbahnen ist diese Exzentrizität 0 und für Ellipsenbahnen variiert die Exzentrizität zwischen 0 und 1. Das ist also ein Bahnparameter. Und dann gibt es noch andere Bahnparameter, die dafür sorgen, zu beschreiben, wie diese Kreis- oder wie diese Ellipsenbahn überhaupt im Raum orientiert ist. Also hier im Mittelpunkt wäre die Erde und diese ganzen Winkel hier im Wesentlichen beschreiben die Auswirkungen, die Ausrichtung. Und einen hatte ich schon genannt, das ist die sogenannte Inklination, also die
die Verkippung der Bahnebene hier in Gelb dargestellt gegenüber einer Referenzebene, und das wäre halt eben die Äquatorebene. Und dann gibt es andere, die halt eben dann noch die Drehung dieser kompletten Ebene gegenüber einer Referenzrichtung, also zum Beispiel den sogenannten astronomischen Frühlingsmond beschreiben, etc. pp. Genau. Und dieses Sammelsurium an Parametern, das sind also mindestens sechs, die bilden halt eben diese Bahnelemente. Und die kann man erfreulicherweise aus dem Internet runterladen. Da gibt es sogar mehrere Möglichkeiten. Eine Webseite wäre space-track.org, die ein ganz interessantes Feature haben, weil die diese Bahnebene in einem sehr interessanten Format zur Verfügung stellen. Das ist dieses CCSDS Orbital Mean Elements Format. Das ist ein XML-Format, was sich sehr, sehr einfach mit zur Verfügung stehenden Open-Source-Tools halt auswerten lässt. Und dann gibt es eine andere sehr bekannte Seite, celestrack.com, die auch dieses seit kurzem dieses CCSDS-OMM-Format anbieten, die aber bekannt dafür sind, dass die die Orbit-Daten in einem Format zur Verfügung stellen. Das nennt sich TLE, Two-Line-Element. Das ist ein relativ altes Format, recht kompakt, zwei Zeilen, da sind alle Orbit-Daten drinne. Aber schon ein bisschen komplizierter ist zu parsen. Das ist halt 40 Jahre alt, kommt aus der Lochkartenzeit, da musste man halt auch Daten sparen. Lässt sich ein bisschen schwieriger handeln, aber auch dafür gibt es Tools, die man halt findet. Was ich mache, ich greife auf diese Datenbanken im Internet zu, und geplant ist auch andere Datenbanken in Zukunft, beispielsweise der ESA, zu nutzen. Und rufe mir die Daten in eine lokale Datenbank ab und migriere diese Daten auch. Also von beiden, von space-track.org und celestrack.org. Und ein bisschen Statistik. Ich mache das seit Ende 2020, im Dezember habe ich angefangen, und mittlerweile habe ich da über 23.000 Objekte drinne. Und die Bahnelemente verändern sich auch, und da habe ich jetzt ungefähr 5 Millionen Bahnelemente drin für alle diese 23.000 Objekte. Und da kann man schon halt eben dann schon interessante Auswertungen machen, wofür ich dann auch Skripte geschrieben habe, überwiegend jetzt auch in Jupyter Notebooks, weil das auch sehr, sehr angenehm ist, mit denen zu arbeiten. Und ich habe die auch im Internet zur Verfügung gestellt, wer da mal gerne reinschauen möchte. Ich wollte euch hier mal so einen Plot zeigen, fast alle der ersten Plots, die ich aus meiner Datenbank erzeugt habe, schon mal und die, der dann auch gezeigt hat, mit welchen Herausforderungen man dann noch zu kämpfen hat, bevor man da wirklich dann nette Plots erzeugen kann und auch dann Informationen rausziehen kann. Nämlich, ich habe mir für einen Starlink-Start aus dem letzten Jahr, im September war das gewesen, habe ich mir einfach mal alle Objekte, die an diesem Tag gestartet worden sind, da habe ich mir die Höhe auch wieder, die große Halbachse, die habe ich mir geplottet über die Zeit nach dem Start. Und also farbcodiert sind dann halt die einzelnen Satelliten, und dann sieht man dann, für einige Satelliten springt das hier hoch. Also die scheinen ihre Höhe geändert zu haben, in relativ kurzer Zeit von, keine Ahnung, etwas über 300 Kilometern auf über 2000 Kilometer. Und das ist bahnmechanischer Quatsch. Also das geht gar nicht. Und, so starke Triebwerke haben die Satelliten, und die fallen dann vor allen Dingen auch nicht wieder so schnell runter. Das heißt, das war schon mal ein Hinweis darauf, dass die Daten in der, also meine Rohdaten, verspiked sind. Also, dass sie halt eben diese Spikes hier enthalten, die man erstmal rausrechnen muss, bevor man damit irgendwas Vernünftiges anstellen kann. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe Filter entwickelt, jetzt auch hier wieder gezeigt an diesem Start-Event hier. Das ist nochmal ein ganz klein, das Bild, was ihr vorne gesehen habt, mit diesem riesen Spike. Und den Filter, den ich hier angewandt habe, das ist ein, nennt man Moving Median Filter. Ihr könnt euch das vorstellen, das ist wie ein Fenster, das ich auf meine Kurve setze, und dann schaue ich mir einen gewissen Satz von Datenpunkten an, also sagen wir mal 5. Und dieses Fenster lasse ich dann auf meiner Kurve dann halt wandern. Und ich nehme mir dann immer 5 Datenpunkte und sortiere die nach der Größe. Und schmeiße die kleinsten und die größten Datenpunkte schmeiße ich weg. Und ich nehme mir quasi in der Mitte,
einen der mittleren Werte, nicht den Mittelwert, aber den, der nach dieser Sortierung halt eben in der Mitte dieses Intervalls ist. Und ich kann diese Fenstergröße anpassen. Das ist jetzt hier zum Beispiel eine Fenstergröße 3 plus 1 plus 3, also insgesamt 7. Das ist also 7 Datenpunkte habe ich in meinem Fenster drin, so einen zentralen Punkt und dann drei rechts und links. Und da sieht man, wenn ich dann so filter, kriege ich die Spikes schon fast weg. Also der eine, der kleinere, der verschwindet, aber der größere, der ist zum Beispiel hier noch drin. Und ich habe festgestellt, wenn ich halt so eine Fensterbreite habe von 11 Werten, die ich mir anschaue, dann kriege ich die Spikes relativ gut weg. Das ist hier nur ein Beispiel, aber ich habe mir das auch für andere Start-Events angeschaut. Also das ist ein sehr, sehr guter Filter. Ja, und dann sieht man das schon ein bisschen besser. Das sind also wirklich realistische Höhen, die ich dann da habe. Hier bei T gleich 0 gewissermaßen war der Start gewesen von einer ganzen Reihe von Satelliten. Die werden also in so Gruppen gestartet und nach dem Start werden die Satelliten, die werden in der Höhe dann angehoben. Das sieht man dann hier. Bis auf die finale Höhe gewissermaßen so bei 550 Kilometer. Und dann gibt es ein paar Objekte, die verlieren an Höhe, die tauchen wieder in die Erdatmosphäre ein und verglühen. Und das ist quasi so der Art Schuhkarton oder den ich brauche, um die Satelliten da oben hochzubringen. Das ist die sogenannte Oberstufe oder zweite Stufe der Startrakete, der Falcon 9. Und auch so ein paar kleinere Sachen, das sind einfach Haltebügel, um die Satelliten auf dieser Oberstufe zu fixieren. Die braucht man dann nicht mehr, die waren nur zum Aussetzen da und anschließend treten die dann in der Atmosphäre wieder ein. Und um euch das ein bisschen anschaulicher noch zu zeigen, habe ich mir mal ein Bild rausgesucht aus dem Netz, das zeigt das Profil dieser Rakete, der Falcon 9, bei dem Start. Die Rakete sieht man hier oben in der oberen linken Abbildung und diese Spargelstange quasi kann man sich zerlegt, zerteilt vorstellen. Die besteht aus einer ersten Stufe, aus der Unterstufe und der zweiten Stufe der Oberstufe. Und an der Spitze dieser Oberstufe hier unter diesem etwas breiteren Teil hier, unter der sogenannten Nutzlastverkleidung, da sind die Satelliten drin, die dann ausgesetzt werden. So, die Rakete startet dann halt, wird gezündet, die erste Stufe wird gezündet und die erzeugt ganz viel Schub und führt die Rakete eben nach oben. Und die ist relativ schnell ausgebrannt. Also obwohl die so groß ist, ist sie nach 2 bis 3 Minuten ist sie dann tatsächlich leer. Dann folgt der Main Engine Cut-Off, also dann ist sie einfach aus. Und weil man die dann nicht mehr braucht, die ist ja dann alle und nur noch schwer die brauche ich dann einfach nicht mehr, wird die abgetrennt. Und aus Nachhaltigkeitsgründen hat sich das Unternehmen SpaceX entschieden, diese erste Stufe wiederzuverwenden. Das heißt also, bei klassischen Raketen würde die einfach jetzt zum Boden fallen oder ins Meer und wird da wahrscheinlich einfach versinken, ja, irgendwo am Meeresboden vor sich hinrotten. Und die Firma SpaceX hat sich entschieden, diese Stufe wieder zurückzuführen. Das heißt, tatsächlich mit so ein paar Resttreibstoffen wird die abgebremst und landet wieder fast, also in der Nähe von dem Startort in Cape Canaveral und landet auf einem Drohnenschiff, einem unbemannten Schiff. Ich habe das vielleicht schon mal kann es nur empfehlen, mal bei YouTube oder mal nachzuschauen. Das ist sehr beeindruckend, wenn diese Stufe dann halt eben wieder landet. Es klappt auch sehr zuverlässig und die wird dann wieder aufbereitet und auch für den nächsten Start wieder verwendet und mehrfach. Also das klappt wirklich enorm gut. Die zweite Stufe wird dann wieder gezündet nach der Stufentrennung gewissermaßen und führt dann unsere Nutzlast zum Zielorbit, also zu dem Orbit, wo sie ausgesetzt werden soll. Irgendwann brauche ich auch die Nutzlastverkleidung nicht mehr, weil die Restatmosphäre so dünn ist, dass ich mir dieses Gewicht auch sparen kann. Also auch das wird dann abgesprengt und SpaceX schafft es sogar, diese Nutzlastverkleidung wieder zu fangen. Auch da werden Drohnenschiffe eingesetzt mit so Auffangnetzen, sieht total urig aus und die kommen dann an Fallschirm runter und wenn es klappt, manchmal nicht, wegen starker Winde, dann kann man die wieder einfangen und die planen zumindest, die Fairing auch, diese Nutzlastverkleidung wieder zu verwenden. So, nur dieser kleine obere Spitze von der Rakete, die bleibt dann übrig, fliegt dann noch ein bisschen höher, hebt die Bahnebene an und setzt dann die Payload, die Satelliten dann halt aus. Ja, was ein bisschen schade ist,
Genau diese zweite Stufe, die Wiederverwendbarkeit, die ist schwierig, weil die dann schon so hoch ist, dass beim Wiedereintritt eine hohe thermische Last auf dieses Raumfahrzeug wirkt, was dazu führt, dass es einfach verbrennt, ja, aufschmilzt, pulverisiert wird. Das lässt sich also sehr, sehr schwer wiederverwenden. Leider verbrennt aber nicht alles von dieser zweiten Stufe. Es gibt halt Materialien, die sind da sehr hitzebeständig und die kommen trotzdem runter. Aber dann ja nicht mehr wiederverwendbar. Das ist wirklich dann Schrott. Was man macht in der Regel hier einen kontrollierten Wiedereintritt. Das heißt, an einem bestimmten Punkt der Bahn macht man ein kontrolliertes Bremsmanöver und dann fällt die zweite Stufe fast wie ein Stein zum Boden. Und das macht man so, dass man damit den Pazifik trifft, den südlichen Teil des Pazifiks. Da gibt es kaum Inseln, keine Schiffsrouten. Da platschen die Dinger einfach ins Wasser. Niemand sieht das, versinken am Meeresboden und werden vergessen. Manchmal funktioniert das aber nicht so gut. Dann gibt es Probleme mit dem Timing von dem Bremsmanöver oder das Bremsmanöver funktioniert gar nicht und es kommt zu einem unkontrollierten Wiedereintritt, also irgendwo, was man schwer vorhersehen kann. Und diese Sachen, die dann nicht verglühen, die landen können auch auf Land landen, in bewohnte Gebiete. So passiert jetzt im März diesen Jahres mit einer Falcon 9, die vorher Starlinks an den Himmel ausgesetzt hat. Und das, was zum Beispiel dann nicht verglüht, das sind so eine Tanks hier, die mit Kohlefaser umzogen werden. Die sind sehr, sehr temperaturbeständig. Man braucht das aus mechanischen Gründen, die müssen sehr stabil sein, aber macht sie leider auch dann bei Wiedereintritt ein bisschen komplizierter. Und das ist hier über Nordamerika in dem Bundesstaat Washington, glaube ich, ist das runtergekommen. So ein Teil wiegt dann 100 Kilo. Also das heißt, wenn einem das auf den Kopf fällt, dann tut das schon doch erheblich weh. Und das versucht man natürlich zu verhindern. Solche Bilder sieht man von SpaceX dann auf dem YouTube-Kanal. Solche Bilder dann nicht. Da hat dann SpaceX immer großes Interesse, solche Meldungen immer klein zu halten. Die kommen dann auch relativ schnell hin, sacken das Zeug ein und zahlen wahrscheinlich auch viel Geld, damit die Leute ihre Klappe halten. Genau, also das ist schon mal so eine Herausforderung, die man hat. Und je mehr Starts es gibt mit Raketen, desto öfter passiert natürlich auch mal so ein Wiedereintrittsmanöver, was dann halt eben ungeplant passiert. So ist das. Gut, dann wird es jetzt vielleicht ein bisschen technischer. Ich habe euch ja versprochen, dass ich euch auch zeige, wie man diese Daten dann auswerten kann. Ich habe euch ja gesagt, dass ich diese Datenbank halt eben füttere. Das ist eine Maria-Datenbank. Also ich kann mit der Sprache SQL dann darauf zugreifen beispielsweise. Und was ich hier gemacht habe, ist eine Datenbankabfrage, wo ich mir alle Starts-Events raussuche, die halt eben Starlink-Satelliten als Payload hatten. Das ist dann endet in dieser Abfrage hier. Auch um einfach zu gucken, ob die Daten, die ich in der Datenbank habe, auch valide sind. Also ich kann das natürlich mit öffentlichen Listen dann auch vergleichen. Das ist jetzt eine relativ aktuelle Abfrage, die ich gemacht habe, die mir 31 Start-Events raussucht. Und wenn ihr Lust und Zeit habt, könnt ihr das mal vergleichen mit Wikipedia oder sowas. Das müsste ganz gut stimmen. Der letzte Start war halt am 30. Juni gewesen. Angefangen zu starten, noch gar nicht so lange her, im Mai 2019. Es gab also insgesamt 31 Starts mit Starlink-Satelliten. Und dann wollten wir auch mal schauen, wie viele Starlink-Satelliten gibt es. Das ändert sich natürlich mit der Zeit. Klar, die starten kontinuierlich. Ich habe die letzte Abfrage in meiner Datenbank gemacht am 8. August, also vor gut 2 Wochen. Und da kommen wir auf eine Zahl von 1738 Objekten, also die Starlink-Satelliten gewissermaßen. Und ich finde das schon eine ganz beachtliche Zahl. Also jetzt wird das noch beachtlicher, wenn man das mal ins Verhältnis setzt, also diese 1738 Objekte. Und dazu habe ich eine Abfrage gemacht, die mir alle Satelliten, die heißen in meiner Datenbank halt Payloads, nicht Satellites oder sowas, sondern die sind als Payloads klassifiziert. Und ich suche mir in meiner Datenbank alle raus, die im sogenannten Low Earth Orbit sind. Also alle aktiven Satelliten im Low Earth Orbit, das ist der Orbitbereich bis zu einer Höhe von 2000 Kilometern. Und ich zähle die jetzt alle. Und dann komme ich auf eine Gesamtzahl von 5606 aktiven Satelliten.
Und da sehe ich schon, dass diese 1738 im Vergleich dazu eine relativ große Zahl sind. Also ungefähr, naja, ein Drittel oder vielleicht so in dem Dreh an Satelliten gehören SpaceX, sind Starlink-Satelliten. Und das ist schon echt erstaunlich. Und wir haben das auch in einer anderen Abbildung gesehen an diesem hohen Peak im Bereich von ungefähr 550 Kilometern. Da sieht man schon, dass da SpaceX aktuell auch mit Abstand der größte Satellitenbetreiber weltweit ist. Und das halt dadurch, dass sie in den letzten 2 Jahren dann halt da ihre Satelliten gestartet haben. Das ist schon echt beeindruckend. Es gibt auch einige Satelliten, die schon wieder eingetreten sind, obwohl die auch erst seit 2 Jahren da quasi am Markt sind, aus verschiedensten Gründen, weil die nicht funktioniert haben und dann haben sie sie wieder zum Wiedereintritt gebracht, weil die nicht brauchbar sind oder weil es Satelliten sind, die technisch nicht mehr den Ansprüchen von SpaceX genügt haben. Und dann werden die halt eben kontrolliert zum Wiedereintritt gebracht. Und das sind insgesamt halt 70 Satelliten. Also 70 von den 1700, was war das, 40 ungefähr sind halt wieder eingetreten. Wie sieht das so aus, wenn so, also es ist ja auch eine stattliche Zahl. Wir haben 31 Starts, wir haben 1738 Satelliten. Da kann man ja auch mal umschlagen, wie viele Satelliten pro Start. Das ist eine enorme Menge. Also der Trend geht wirklich zu Megastarts mit ganz vielen einzelnen Nutzlasten auf einer Rakete. Ich habe mal für dieses schon bekannte Start-Event habe ich mir ausgeben lassen die einzelnen Satelliten, damit ich die halt eben dann zählen kann. Hier ist halt die Liste, die dann meine Datenbank ausspuckt und da sehe ich halt bei diesem Start-Event waren das 60 Satelliten und das ist eine recht charakteristische Größe, also das ist bei vielen bisherigen Starlink-Starts gewesen, dass sie dann halt eben diese 60 Satelliten auf einmal starten. Hier sieht man einmal diese Nutzlastverkleidung, ein Teil, der andere Teil ist noch nicht integriert auf der Oberstufe, deshalb hat man hier die schöne Gelegenheit, oben in die ja in die Nutzlast reinzuschauen und das sieht ganz merkwürdig aus diese Starlink Satelliten, weil im Grunde genommen so verpackt unter der Nutzlastverkleidung sind das Platten, die übereinander gestapelt sind in zwei Stapeln und die werden mit so großen Haltebügeln hier gehalten. Und wenn die ja oben im Weltraum ankommen, an ihrem Zielorbit, dann werden diese Haltebügel abgesprengt und diese zwei Stapel die werden über Federmechanismen dann in den Weltraum ja, ausgesetzt, gewissermaßen. Und so kommt das zustande, dass man halt eben diese 60 Satelliten pro Startergebnis hat. Und wenn die sich dann hinreichend weit voneinander entfernt haben, dann wird zur Energieversorgung so ein Solarpanel ausgeklappt, so Ziehharmonika-mäßig. Und dann sieht der ganze Satellit am Ende aus wie so ein L. Was auch sehr interessant ist zu beobachten, wenn man weiß, wann die gestartet werden, auch das kriegt man im Internet natürlich raus. Kurz nach dem Start sind die noch relativ dicht aneinander und befinden sich auch auf einer vergleichsweise niedrigen Höhe, bei unter 300 Kilometern. Und die ja, Orbitkräfte, die auf den Satelliten wirken, die bewirken, dass die einzelnen Satelliten wie an einer Perlenschnur ausgerichtet werden. Und die bilden dann bei geeigneten Beleuchtungsbedingungen eine Kette von Lichtpunkten, die über den Himmel zieht und dann auch zu beobachten ist. Und ich habe das mal versucht, zusammen mit meiner Lebensgefährtin Anfang des Jahres, haben wir uns immer dann nach draußen begeben, wenn mal wieder so ein Starlink-Start gewesen ist. Und an einem Tag haben wir tatsächlich Glück, also klarer Himmel, keine Wolken, gute Beleuchtungsbedingungen. Und das ist ein Bild, das meine Lebensgefährtin außer Hand mit dem Smartphone geschossen hat. Sieht in echt viel beeindruckender aus. Kann das nur empfehlen. Und da sieht man halt eben ja, die Spuren hier sind die Punkte, die dann über den Himmel wandern. Sehr beeindruckend. Gut. Ja, ich wollte dann jetzt eher zum Ende des Vortrags nochmal so auf diese Nachhaltigkeitsaspekte eingehen. Einiges habe ich ja schon gestreift.
Hier ist nochmal eine Abbildung. Die habe ich nicht, tatsächlich nicht selber gemacht aus meiner Datenbank, weil hier brauche ich wirklich für diese Abbildung braucht man die komplette Historie. Ne? Seit Anfang der Raumzeit, mit Start von Sputnik gewissermaßen 1957, die Daten, die habe ich alle nicht in meiner Datenbank drin, die ganzen historischen Objekte. Aber das machen dann andere, wie zum Beispiel die Europäische Raumfahrtagentur, die haben diese großen Datenbanken und erzeugen auch regelmäßig diese Abbildung hier. Und was man sieht, ist, dass die Anzahl der katalogisierten Weltraumobjekte mit der Zeit steigt. Also das ist die aktuelle Situation. Man sieht auch ein paar interessante Rampen hier drin, also wo die Anzahl der Objekte irgendwie sprunghaft angestiegen sind. Und das kann man sich mal genauer anschauen. Das war zum Beispiel im Jahr 2007. Und wenn man da mal ein bisschen Internetrecherche macht, dann stellt man fest, genau in diesem Jahr haben die Chinesen einen ihrer ausgedienten Wettersatelliten, Wenzhou 1C, abgeschossen. Also war kurz vor dem Wiedereintreten und dann wollte man halt Weltraumwaffen testen. Und hat gesagt, perfekt, ne, nehmen wir diesen Wettersatelliten, der ist eh kaputt, und schießen den einfach mal ab und gucken, was passiert. Und da waren auch die Chinesen selbst ein bisschen überrascht, weil normalerweise würde man erwarten, na ja, gut, der zerlegt ihn natürlich, ne? Dann hat man so einen Peak, also entsteht so eine Trümmerwolke und die tritt dann wieder ein irgendwann, wenige Monate danach und alles ist weg. Ja, Pustekuchen, war nicht alles weg, weil genau diese Trümmer sehr langlebig waren. Das heißt, man hatte halt eben nicht ein Peak hier, sondern eine Rampe. Und diese Fragmente von dem abgeschossenen Satelliten sind halt nicht so eingetreten, sondern haben sehr, sehr stabile Bahnen gebildet. Und nur 2 Jahre später hat man wieder so eine Rampe gemacht, da hat aber niemand irgendwas abgeschossen, sondern da kam es tatsächlich mal zu einer Kollision von zwei Satelliten, einem alten russischen Kosmos-Satelliten aus dieser Strela-Konstellation und einem Kommunikationssatelliten aus dieser Iridium-Konstellation, die wir auch schon gestreift haben. Die sind dann halt zusammengestoßen und auch die haben Trümmerwolken erzeugt, die relativ langlebig sind. Und wenn man sich den Farbcode hier anschaut, im Grunde genommen nur dieser dunkle Bodensatz hier, das sind die aktiven Satelliten. Und alles das, was hier drüber ist, ist Schrott. Also sind irgendwelche Oberstufen, ausgebrannte Raketen, Trümmerteile etc. pp. Und das macht einem ein bisschen Sorge, weil es ist nicht so sehr die Anzahl der Satelliten, die ansteigt, was ja eigentlich eine erfreuliche Sache wäre, sondern es ist überproportional der Anzahl der Schrottobjekte, die anzeigt. Und das muss Sorge machen. Und die sind vor allen Dingen, wie sie auch zeigt, sehr, sehr langzeitstabil. Und wir haben auch noch eine andere Änderung. Seit Beginn der Raumfahrt und dann so vielleicht bis in die späten 1990er Jahre, was hatten wir da eigentlich für Player? Ja, also wer hat Raumfahrt gemacht? Und das war das Militär natürlich, Kalter Krieg. Das waren die sogenannten Civil-Satelliten, also das sind dann halt die Forschungssatelliten gewesen oder Telekommunikationssatelliten, bla bla. Also vor allen Dingen staatliche Akteure, die Raumfahrt gemacht haben. Wir sehen auch hier tatsächlich wieder diese Blase der Kommunikationssatelliten, also kommerzielle Anbieter. Aber seit Mitte der 2010er Jahre verändert sich das Feld. Wir haben ganz andere Akteure. Wir haben immer mehr kommerzielle Betreiber von Satelliten. Auch das ist ja zunächst erstmal erfreulich. Der Weltraum wird entdeckt von Firmen, die jetzt eine andere Art von Krieg machen, nicht mehr Kalter Krieg zwischen Ost und West, sondern halt Starlink gegen Global Star. Aber die haben halt einen ganz anderen Materialeinsatz dort, ne? Also die starten halt eben mal 1800 Satelliten, um ihre Vormacht da zu sichern. Und das nenne ich persönlich halt eben dann auch diese New Space, ne? Ganz andere Akteure dort. Und wir haben auch Regeln im Weltraum. Also es ist nicht Wild West. Es gibt seit auch schon der 60er Jahren gibt es die UN-Weltraumverträge, die allerdings zunächst erstmal nur Staaten verpflichten, also nicht Unternehmen wie SpaceX. Der Zeit halber möchte ich jetzt gar nicht hier drauf eingehen, nur halt sie nennen, dass es diese Weltraumverträge halt eben gibt. Es gibt auch Regeln, die die Nachhaltigkeit sicherstellen sollen, also die verhindern sollen, dass Space Debris, die Problematik da irgendwie ausufert. Da gibt es mehrere Dokumente, die frei verfügbar sind, also die UN Space Debris Mitigation Guidelines. Es gibt eine Gruppe der internationalen Raumfahrtagenturen, das sind also NASA drin, ESA ist drin, Roskosmos ist drin. JAXA von den Japanern ist drin, die haben sich zusammengesetzt und auch Guidelines entwickelt für die Vermeidung von Weltraumschrott.
Es gibt auch einen Industriestandard, an dem ich auch konkret mitarbeite, in 24F3, der auch Regeln gibt zur Weltraumschrottvermeidung. Diese Dokumente sind im Grunde genommen fast, na, also nicht identisch, aber von gleichem Inhalt, weil es auch häufig dieselben Leute sind, die auch daran arbeiten. Und die Nation, also beispielsweise die USA, machen diese Dokumente anwendbar über ihre Raumfahrtgesetze, weil sie einen Genehmigungsvorbehalt für Raumfahrtaktivitäten haben. Also man darf nicht aus dem Garten halt einfach mal so eine Rakete starten, auch der Elon Musk nicht, sondern er muss das vorher anmelden und die Regeln, die die Amerikaner gesetzt haben, halt auch eben befolgen. Das überspringe ich mal. Genau. Es gibt natürlich diese katastrophalen Events, die wir jetzt schon gesehen haben, also dass es zu Kollisionen gibt, große Trümmerwolken erzeugt werden, aber es gibt auch kleinere Events, die sehr, sehr ärgerlich sein können. Hier beispielsweise sind Aufnahmen von einem europäischen Satelliten zur Wetterbeobachtung Sentinel-1A und der wurde 2017 getroffen von einem kleinen Trümmerteilchen, von einem kleinen Space Debris-Objekt. Man hat dann irgendwann festgestellt, dass der Satellit irgendwie, man konnte nicht mehr mit dem reden, der hatte getaumelt und dann geht der in so einen Safe-Mode, sichert sich wieder selber. Dann konnte man die Funkverbindung wieder aufbauen und hat dann halt von so einer Kamera, die eigentlich das Deployment des Solargenerators hier kontrollieren sollte, hat man nochmal eine Aufnahme gemacht, um einfach zu gucken, was denn da passiert. Und da sieht man auf dem Solargenerator hier so einen Krater. Und das war ein 4 mm Objekt, glaube ich, basically, also relativ klein. Und das hat halt hier einen Teil des Solargenerators kaputt gemacht, und hat ihm diesen fetten Krater hinterlassen. Der Satellit funktioniert noch, ein bisschen eingeschränkt, aber es zeigt halt eben, dass neben diesen katastrophalen Events gibt es auch ja, andere ärgerliche Ereignisse durch Space Debris. Ich wollte auf eine Anforderung mal genauer eingehen. Es gibt eine Anforderung, Space Debris oder Weltraumschrottvermeidungsanforderung, dass man nämlich in diesem niedrigen Erdorbit im LEO, also unterhalb von 2000 Kilometer, soll man nach 25 Jahren, soll man den LEO räumen gewissermaßen. Also das Weltraumobjekt soll nicht unendlich lange da sein, irgendwann ist ja dann kaputt, funktioniert nicht mehr und nimmt nur Platz weg, sondern soll dann da halt raus, im besten Fall wieder eintreten in die Atmosphäre und den Leo wieder frei machen. Und ich kann in meiner Datenbank alle Objekte abfragen, alle Satellitenobjekte, die länger als 25 Jahre im Orbit sind und also gucken, welche der Raumfahrzeuge sich quasi an diese Regel nicht halten. Und ja, da kommt das raus. Einmal ist die Liste interessant, wenn man da mal durchschaut. Da ist zum Beispiel ein Objekt drin, ganz interessant. Das ist Vanguard. Das ist der erste amerikanische Satellit, der nach Sputnik gestartet worden ist, 1958. Also der ist schon 60 Jahre da oben, über 60 Jahre in dem Orbit. Und dann so bei den etwas jüngeren Objekten, die also knapp über 25 Jahre dabei sind, da finden sich die europäische Ariane 4, die Oberstufen davon, aber auch ein paar Delta-Oberstufen von den Amerikanern. Und wer jetzt denkt, naja, mein Gott, ne, so ein paar Dutzend oder so, ist ja nicht schlimm. Na, es sind 2506 Objekte, die schon länger als 25 Jahre da oben sind und die wahrscheinlich auch nicht in den nächsten Einige nicht in den nächsten 25 Jahren darunter kommen, also die noch länger oben bleiben. Also das heißt, wird zunehmend zugemüllt da oben. Und es gibt auch andere sehr ärgerliche Events, das vielleicht nochmal am Abschluss, weil nur diese Objekte, das wäre noch relativ ungefährlich. Also gerade so eine große Oberstufe von 18 Tonnen, die kann man vom Boden ganz gut tracken, da kann man drumherum manövrieren. Aber was von Zeit zu Zeit passiert ist, dass die explodieren. Nämlich, weil zum Beispiel Resttreibstoffe drin sind, die dann durch einen Einschlag eines Space Debris-Objektes sich entzünden können. Und dann zerlegt sie halt diese komplette Oberstufe und bildet halt so eine ausgedehnte Trümmerwolke. Und das ist mehr als einmal passiert. Ich habe mal eine Datenbankabfrage bei mir gemacht, indem ich für jedes Startevent, das hat dann, kriegt man immer so eine New Nummer, Jahr und Startnummer in dem Jahr, habe ich mal, also für jedes Startevent habe ich abgefragt, wie viele Objekte sind damit verbunden und habe das dann nach der Anzahl der Objekte sortiert. Und da fällt eins ins Auge, das kennen wir auch schon, 1999, von einem 1999 gestarteten Objekt, nämlich genau unserem Fengjung Wettersatelliten.
der dann 2007 abgeschossen worden sind. Also da haben wir 2884 Objekte in meiner Datenbank drin. Das ist schon eine erstaunliche Zahl. Und das halt eben auch schon viele Jahre danach, 14 Jahre. Und dann gibt es aber andere Objekte, hier zum Beispiel der NOAA-Satellit, über 400 Objekte. Da war ein Breakup gewesen im Jahr 2015, ist der explodiert. Wir sehen in meiner Liste auch die beiden Satelliten, die kollidiert sind, der Kosmos-Satellit und der Iridium-Satellit, die zusammen, naja, ungefähr 700 Objekte in dem Daten, in meiner Datenbank da generieren und auch andere Explosionsevent. Das letzte ist vielleicht auch noch ganz interessant. Das ist eine Oberstufe Zenit aus der UdSSR. Ist gestartet relativ spät im Jahr. Der 93. Start im Jahr 1992. Es muss um Weihnachten rum gewesen sein. Und wenige Tage später schon ist das Ding explodiert, den Russen um die Ohren geflogen und hat immerhin schon 200 Objekte produziert. Also wir haben da eine echte Herausforderung, auch gerade mit diesen alten Objekten, wo man auch damals noch nicht diese Anforderungen zur Weltraumschrottvermeidung hatte. Genau, und das ist jetzt auch schon meine letzte Folie. Damit möchte ich abschließen. Also das, was wir heute gelernt haben, ist, wir haben eine rasante Zunahme der Zahl der Weltraumobjekte, einmal natürlich durch Starts, beispielsweise durch SpaceX mit ihrem Starlink-Konstellation, durch Fragmentations-Events, wie wir jetzt in der letzten Folie gesehen haben. Wir haben Regeln, wie wir uns verhalten im Weltraum, aber die weiterzuentwickeln an diese aktuellen Entwicklungen, New Space, das ist so langwierig und auch in den letzten 2 Jahren durch Covid nicht einfacher geworden. Was dazu führt, dass ich mit den Satelliten, die ich da oben habe, immer öfter Ausweichmanöver machen muss, um Schrott herumzufliegen. Ich habe dadurch einen höheren Treibstoffbedarf. Ich habe Ausfallzeiten. Während des Ausweichens kann ich dann in der Regel nicht meine Science machen oder mein Business Case, sondern ich muss mich halt auf dieses Ausweichmanöver konzentrieren. Allgemein haben wir eine relativ schlechte Befolgung der Anforderungen, obwohl wir sie haben und die Anforderungen gut sind. Und der Grundsatz vermeiden, also vermeiden von Weltraumschrott, ist in der Regel viel besser als dahinterher sauber zu machen. Und die große Herausforderung, der ich mich auch stelle und viele meiner Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, ist eben das Ziel, auch künftigen Generationen Raumfahrt, so wie wir das kennen, zum Nutzen der Gesellschaft zu ermöglichen. Gut, dann bin ich am Ende von meinem Vortrag. Bedanke mich für die Geduld und freue mich auf Fragen und Diskussion. Vielen Dank, Jana, für diesen hochspannenden Vortrag. Für alle, die hier schon im Bitbucket-Button sind, ich werde jetzt die Mikros freischalten. Und ihr könnt gerne ja, per Stimme oder im Chat eure Fragen stellen. Für die Menschen, die schon auf live.foscon.de unterwegs sind, könnt ihr unter eurem Video links auf Videokonferenz klicken und seid auch im Bitbucket-Button. Und für die Menschen, die bei YouTube unterwegs sind, geht bitte auf live.foscon.de. Dort sucht ihr den HS4 und geht dort halt auch auf die Videokonferenz, wenn ihr im Stream seid und könnt dort gerne Fragen stellen. Ja, im Chat bedanken sich gerade ein paar Menschen bei dir über den Vortrag, über diesen super spannenden Vortrag. Genau. Du hattest gerade was dazu gesagt. Da es gerade keine Fragen gibt, stelle ich einfach eine Frage. Du sagtest, dass es gerade eine schlechte Befolgung der Anforderungen gibt. Was gibt es denn für Strafen von dieser, also wenn ich die nicht befolge, also die Anforderungen, was gibt es da für Strafen oder für Konsequenzen für einen, der ja das tut? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die sich gar nicht so einfach beantworten lässt, weil das davon abhängig ist, welcher Staat diese Aktivität genehmigt hat. Also die USA oder ein europäischer Staat, die da unterschiedliche Regime haben. In der Regel gibt es, also ich kenne keinen Staat, der jetzt irgendwie Geldstrafen verhängt oder irgendwelche anderen drakonischen Strafen. In der Regel führt es das dazu, dass bei zukünftigen Genehmigungsverfahren diese Anbieter Nachteil haben. Also die Genehmigungsbehörden haben das natürlich im Blick und kennen dann auch solche Events aus der Vergangenheit, würden dann bei einer neueren Beantragung auf das Unternehmen einwirken und sagen, hier, da ist euch das und das passiert. Erklärt uns das mal, wie vermeidet ihr das in Zukunft? Also ihr habt ja jetzt eine neue Beantragung hier auf den Tisch gelegt. Wie verhindert ihr, dass so etwas nochmal passiert?
Das ist das übliche Vorgehen, dieses schlechte Verhalten zu sanktionieren. Es gibt tatsächlich auch Überlegungen, so ein Blaming and Shaming zu machen. Die Europäische Raumfahrtagentur ist dabei, so ein Portal zu entwickeln, so Indizes für die Nutzung des Weltraums zum Beispiel zu machen und aber auch ein Portal zu etablieren, um besonders Unternehmen, die sich besonders gut für diese Regeln befolgen, da vielleicht zu belohnen und anderen Unternehmen, also Transparenz zu schaffen über Unternehmen, die sich halt eher schlecht an solche Anforderungen halten. Das wäre jetzt meine Antwort dazu. Dankeschön. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Es gibt ganz viele hörende Menschen. Ja, vielen Dank für das positive Feedback. Gerne, da wir noch 3 Minuten über haben, habe ich noch eine Frage, wenn es keine andere gibt. Du hattest eben darüber erzählt, dass es ein paar Probleme hin und wieder mit der Verglühung gibt. Woran liegt das? Also ich kann mir halt vorstellen, dass man irgendwie diese ganzen Parabelbahnen halt komplett vorher berechnet und genau schaut, ja, wo am Ende das Schiff stehen muss, um halt die Sachen wieder einzusammeln. Aber wieso, ja, rechnen die Menschen falsch oder woran liegt das halt, dass das dann doch nicht perfekt passt mit der Verglühung? Ja, das liegt daran, dass die Prozesse, das beeinflussen, sehr kompliziert sind und auch nicht linear sind. Also gerade dieses Wiedereintreten in die Atmosphäre, welcher Bahn folgt dieses Objekt, das ist hochkompliziert, weil das von einerseits von den Anfangsbedingungen anhängt. Also wie war der Satellit initial ausgerichtet? Dann fängt er an zu taumeln. Das heißt, er zeigt dem Strom der Atmosphäre immer eine andere Seite entgegen. Und mal zeigt er ihm zum Beispiel den ausgedehnten Solargenerator entgegen, dem entgegenkommenden Luftstrom, wird gut abgebremst, dann wieder orientiert er sich so, dass er eher so einen günstigeren ballistischen Koeffizienten hat. Und dieses Verhalten vorherzusagen ist unglaublich schwer. Also macht dann so Monte-Carlo-Simulationen für dieses Wiedereintritt mit unterschiedlichen initialen Orientierungen. Und dann hat man einen relativ großen Footprint für da, wo der Satellit aufschlagen könnte, aus meinen Vorhersagen. Und auch also während des Wiedereintritts zerlegt sich der Satellit durch diese thermischen Lasten, dann bricht der Solargenerator ab oder irgendwelche Booms oder irgendein Panel reißt ab. Und wann das genau passiert, und das beeinflusst natürlich dann auch wieder die Wiedereintrittsbahn. Das ist schwer vorherzusagen. Da stecken viele Leute sehr, sehr viel Grips rein. Das macht das sehr schwierig. Bei SpaceX mit der Falcon 9 haben wir noch einen Umstand, dass die ja dann aktiv gesteuert werden. Also diese erste Stufe hat ein eigenes Triebwerk und manövriert selbstständig dann auch zu dem Schiff. Und das Schiff kommt noch mal ein bisschen entgegen. Dadurch wird das ein bisschen einfacher gemacht. Aber bei einem passiven System zum Beispiel, da ist man wirklich dann auf die Physik und auf die Natur und auf Winde dann am Startplatz oder am Landeplatz angewiesen. Das ist ultra komplex. Ja. Alles klar, danke. Wir haben im Chat eine Frage von Clary. RCS fragt, könnte der Weltraumschrott für den Weltraumtourismus gefährlich werden? Finden Sie den Weltraumtourismus generell für sinnvoll? Ja, das sind ja zwei Fragen. Ich will erstmal auf die erste antworten und das ist ein ganz, ganz klares Ja. Wir haben Menschen im Weltraum, egal ob das nun angestellte Astronauten sind, die dafür bezahlt werden oder Weltraumtouristen, die dafür bezahlen, ganz, ganz viel Geld. Das sind erstmal Menschen und die wollen wir schützen. Und es gibt ja einmal sorgen wir uns natürlich um die Technik, die da oben ist, die da zerstört werden kann, aber ist natürlich auch die zum Beispiel auf der Ra Internationalen Raumstation, die Astronauten, die konkret betroffen sind von Space Debris, wo wir mehrmals im Jahr die Situation haben, dass die Astronauten, die werden nicht evakuiert, aber die müssen ein Manöver machen, weil zum Beispiel Amerikaner dann feststellen durch ihre Beobachtung, oh, da kommt uns irgendwie Schrott gefährlich nahe. Und wir können auch nicht optimal ausweichen. Und dann müssen die Astronauten ihre Tätigkeit unterbrechen, gehen in diese Kapseln, also in die Soyuz-Kapsel oder Soyuz ist im Wesentlichen, und bereiten sich darauf vor, dass bei einem möglichen Einschlag eines Trümmerteils sie sofort die Raumstation verlassen und zur Erde zurückkehren. Das passiert mehrmals im Jahr. Und die müssen ihre wertvolle Zeit, die sie da oben haben, unterbrechen,
bis das vorbei ist. Also die gehen quasi wie im Bunker, ne, und warten ab, dass nichts Böses passiert. Und für den Weltraumtouristen ist das natürlich auch eine Herausforderung, weil die Menschen, die sowas dann in Zukunft bezahlen und diesen Eindruck haben wollen, die wollen natürlich sicher sein. Und die zukünftige oder voraussehbare Verschlechterung macht halt Weltraumtourismus schon auch gefährlich. Neben den anderen Gefahren, die ich habe, ne? Ich habe da oben Vakuum, ich habe Strahlung, harte UV-Strahlung, hochenergetische Strahlung. Das alleine schon schwer, die Menschen davor zu schützen. Aber wenn ich dann auch noch diese Schrottteilchen habe, die mit 7 Kilometer pro Sekunde da oben rumfliegen und mich treffen können und mich einfach durchbohren und töten sofort, das ist natürlich einfach unangenehm. Eine Herausforderung für Weltraumtourismus, den ich grundsätzlich sehr gut finde, weil das, glaube ich, Erfahrung schafft für Menschen, die ein globales Bewusstsein auch entwickeln können bei diesen Menschen. Finde ich grundsätzlich gut. Dankeschön, Maximann fragt. Das heißt, bisher gab es immerhin aber noch keinen Einschlag. Ist damit gemeint ein Einschlag auf der Erde oder ein Einschlag auf einem Satelliten? Weil vielleicht kann der Fragende. Ah, auf der ISS, doch. Aber kein katastrophalen. Also wir unterscheiden immer verschiedene Klassen. Auch die ISS ist ja gesichert gegen eine bestimmte Klasse von Einschlägen. Also bei großen Objekten, das wäre katastrophal. Also wenn die ISS treffen, dann zerlegt die sich einfach. Das ist wie eine Bombe, die ich zünde auf der ISS. Aber diese großen Objekte kann ich gut tracken und dann kann ich ausweichen. Und dann gibt es kleinere Objekte, die sind Millimeter groß, da kann ich nicht ausweichen, das geht nicht. Die treffen die ISS, die schlagen auch ein, die führen dazu, dass zum Beispiel Fenster auf der Raumstation rau werden mit der Zeit. Also sie schlagen nicht durch, sondern beschädigen die Außenhaut. Und man hat auch regelmäßig tauscht man Solargeneratoren aus, ein paar davon bringt man auch zum Boden zurück und inspiziert sie. Und das ist wie eine Kraterlandschaft. Also die sind durchlöchert von Objekten, die man gar nicht sehen konnte. Aber Gott sei Dank ist die ISS so konstruiert, dass sie zumindest die Einschläge der kleineren Objekte durch so ein Mehrlagensystem in der Außenhaut gut abfangen kann. Und davon gab es viele, Tausende, Zehntausende. Alles klar, dann vielen herzlichen Dank, Jan, hier nochmal für deinen sehr, sehr hochspannenden Vortrag. Und ich wünsche allen anderen Gerne. weiterhin viel Spaß auf der Foscon. Als nächstes wird es hier weitergehen um 16 Uhr mit dem Talk Distributed Storage in the Cloud. Ich wünsche allen weiterhin viel Spaß. Tschüss! Viel Spaß. Tschüss.